denke, Sandrine Testud wird alles daran setzen, nochmal ein Spiel zu gewinnen. Will sich hier sicherlich nicht mit einem weiteren Break verabschieden. Schauen wir es uns an. Sehr guter Beginn. Und da lässt sie sich feiern für diesen Winner. Ja, das weiß sie natürlich schon, dass wenn sie so heute hätte spielen können, durchaus auch was drin gewesen wäre und sie vielleicht sogar ihren ersten Turniersieg ihrer Karriere in der WTA-Tour hätte feiern können. So bleibt es beim Jubel über diesen guten Passierball. Und der Doppelfehler direkt hinten dran. Tja, dagegen kann man wohl nichts machen und das wird auch die Französin eingesehen haben. Vorragend platziert. Ganz hart. Und wieder gegen die Laufrichtung. Gut gelesen, das Spiel von Betsy Davenport. Und das sind die nächsten beiden Breakbälle. Und damit die ersten beiden Matchbälle für Lindsay Davenport. Und die Olympiasiegerin hier an gleicher Stelle, Lindsay Davenport, sie gewinnt dieses Match mit 6:4 und 6:1. Keinen einzigen Breakball hat sie ausgelassen. Sie gewinnt also, ist die erste amerikanische WTA-Hartplatzmeisterin und geht mit...